Hallo Leute, heute ist der 22.11.2020. Es ist ein Sonntag. Es war heute ziemlich ruhig. Wir waren draußen spazieren. Meine Haare sehen total platt aus, kein Volumen und irgendwie glänzen sie auch schon wieder, obwohl ich sie gestern gewaschen habe. Und sehen fett aus. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hat das Sonja nicht recht gut gemacht. Die Volkshilfe Sonja. Sie scheinen nicht recht sauber zu sein und haben auch überhaupt kein Volumen. Vielleicht glänzen sie auch nur oben, weil so viel Nachwuchs da ist. Oben sehe ich ja schon wieder blond aus. 2 cm. Aber naja, wir waren halt spazieren. Es hat nur 4 Grad, 5 Grad höchstens. Und es war schon ziemlich kalt. Meine Eltern waren ein paar Mal draußen rauchen. Ich war nicht mit. Die nehmen mich nicht mit, leider. Aber ich bin jetzt vor dem Computer gesessen, habe meine letzten Amazon-Bestellungen gemacht. Die kommen am Dienstag und ich habe 16 Weihnachtsgeschenke für neun, für 10 Leute. 16 Weihnachtsgeschenke, ganz schön. Eine ganze Kiste voll. Und ich freue mich schon auf Weihnachten. Ich bin schon total in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich auch schon auf meinen Weihnachtsgruß, den ich jedes Jahr mache. Auf Deutsch und auf Englisch. Wer das von euch noch nicht kennt, abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Ich bin ganz müde, obwohl es so halbwegs geht. Ich habe seit heute Nachmittag nach dem Spaziergang ein Schmerzpflaster wieder im Rücken. Und das wirkt noch ganz gut, weil heute früh bin ich wieder um kurz nach 8 oder kurz vor 8, ich weiß nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aufgestanden, weil ich erstens mal Hunger hatte und zweitens mal extreme Kreuzschmerzen. Hab gefrühstückt, meinen Rücken etwas entspannt und mich dann wieder hingelegt. Und irgendwann nach 1,5 Stunden sind mir dann die Füße mit der Bettschlange aus dem Bett gefallen. Ich habe die Bettschlange und die Füße nicht wieder reinbekommen. Hab meine Mutter angerufen und sie hat mir geholfen. Hat mich wieder hingelegt, also reingelegt und das Bettgitter hochgetan, damit ich nicht nochmal fast rausfliege. Das war ganz gut und ich habe dann noch 1 Stunde geschlafen. Und das Mittagessen hat mir heute nicht geschmeckt. Mein Vater und meine Mutter schon. War so Fleisch eingewickelt in Speck.
Das mag ich zwar eigentlich, aber ich fand das Fleisch so fad. Ja. Am Nachmittag waren wir, wie gesagt, spazieren. Aber nur an der Hauptstraße entlang, weil wir uns die Umbauarbeiten, die fertiggestellten, nochmal genauer anschauen wollten. Aber es war ganz schön kalt und dann haben wir uns Weihnachtskekse von Anke und Stefan geholt und sind nach Hause gegangen. Und jetzt war ich eine Zeit lang im Wohnzimmer bei meinen Eltern, hab mit Fernsehen geguckt und eine Zeit lang vor dem Computer. Und jetzt liege ich schon im Bett. Es ist 18:35 Uhr. Ich habe das jetzt total durcheinander erzählt. Vorher das mit dem Rausgehen, dann das mit den Haaren, die gestern gewaschen wurden, und dann erst wieder von morgens weg. Da merkt man, dass ich total unkonzentriert bin. Dass mir schwer fällt, bei einer Sache zu bleiben. Aber das ist momentan bei mir ganz normal. Ich kann auch nicht ewig in die Kamera schauen. Oder mein Bild angucken. Wie ich es ja meistens mache. Dass ich auf mein Bild schaue und nicht in die Kamera. Weil ich dann noch mehr schiele und momentan schaue ich in die Zimmerecke oder so, weil ich mich dann besser konzentrieren kann, als wenn ich ein bewegtes Bild sehe. Gestern habe ich noch keinen Tag ausgemacht, wenn sie wieder anrufen soll, aber werde ich vielleicht auch noch heute oder morgen. Ich weiß noch nicht. Also ich möchte sie am Sonntagabend nicht stören. Aber mal schauen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Montag müssen wir nochmal bei Christoph anrufen. Und sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis bald.